Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video. Ich bin Lukas, immer noch in Nagoya und heute schauen wir mal hier, wo die ganzen Unfallautos sind, was hier so Geiles rumsteht. Letztes Mal haben wir ein Lambo und sowas gesehen, bin mal echt gespannt, was sich hier heute so verbirgt. Aber da schauen wir auf jeden Fall gleich mal. Der Lukas ist gerade dabei, einen M3 E92 zu begutachten, der wirklich sehr sauber aussieht. Sehr schöner Wagen. Und ich mache jetzt gerade mal so einen extra Service für den Kunden. Was ich jetzt gerade gemerkt habe, ja? Alles, das ganze Auto ist in Original. Aber was ist das Original? Hier. Heckdecke. Heckdecke. Nur teilweise. Siehst du? Ja. Bong. Vielleicht ist mir was draufgefallen oder sowas. Ja, Dreck. Dreck, oder sonst nichts. Ja. Also hier einfach nur eine Nachlackierspur, ja. Aber das sieht man nicht, wenn du dich jetzt. Warum weißt du auch? Nee, auch wenn du die, das ja. vom Lack siehst, die. Hier ist original. Hier ist original, da nicht. Da nicht. Hier ist nicht, aber, nee. Aber ist geil. Sieht man nicht, also gar ja. nichts. Wunderbar, wunderbar. Und schöne M-Performance. Spoiler. Geil. Und ich muss euch auch mal was zeigen. Das ist so typisch Japaner. Ich glaube, kein Deutscher. Warum sprüht Lukas Wah? Auspuffanlage drunter? Ja, guck dir doch mal an. So sauber. Ach so, Serie, aber sauber, ja? Oh, Federn auf jeden Fall. Der hat KW-Federn drin, Lukas. Ich weiß, ja. Ich weiß. Danke, Infinitas. Ja. Danke, Nikolai. Das ist auch so ein Auto. Ne? Da kann man auch einen guten Infinitas-Kompressor drauf knallen bei dem Motor beim S65. Aber jetzt, Freunde, bevor wir jetzt runtergehen, ich mache noch einen extra Service für den Kunden. Ich habe nämlich extra was mitgenommen mit meinem Kali-Auslesegerät. Denn ihr wisst ja, beim Fahrzeugcheck sollte man so einen Teil immer dabei haben. Und ihr wisst ja, Freunde, Kali ist einfach das beste Auslesegerät. Seitdem ich das erste Mal benutzt habe, glaube ich, vor 4 Jahren, den alten Adapter noch, habe ich mir jetzt gerade eben den neuen geholt. Und dann schauen wir jetzt mal rein, lesen den Wagen aus. Damit der Kunde auch weiß, ob da irgendwelche Fehlercodes versteckt sind. Also, dann pflanzen wir uns jetzt mal da rein. Und dann zeige ich euch das mal hier. Guckt euch das mal an mit dem Holz. Das ist echt krass, das wird, glaube ich, kein deutscher M3-Typ, der sowas macht, wählen. Es gibt es auch mit so einem geilen Carbonleder und hier Manual, auch richtig geil. Dann gehen wir mal her, was haben die denn da drin? Irgendwas anderes im OBD-Port installiert, was auch immer der Kollege da an Strom klaut hier. Ist egal, jetzt kommt erstmal der Kali-Adapter rein und dann checken wir mal für den Kunden aus, ob irgendwelche Fehlercodes hier drin sind. Gut, also wir starten durch am besten den Motor mal wieder, weil ihr wisst ja, es ist das Beste für Kupplung treten, ist ja ein Manual. Alter, geil. Damit für Spannung gesorgt ist. So, öffnen wir mal die Kali-App. Und ich hoffe, ihr hört mich jetzt noch. Wir machen jetzt mal den Gebrauchtwagen-Check mit dem Fahrzeug. Erstmal wählen wir das richtige Fahrzeug aus. Neues Auto hinzufügen. BMW 3er. Baujahr 2008, glaube ich, ne? Ja, so. 2008. Coupé. Ja, nicht Hybrid. M-Modell natürlich. Hier seht ihr es. BMW 3er Coupé. Ach, hat sogar die richtige Farbe. Schau mal, Lukas. Die richtige Farbe ja. sogar. Geil. So, gehen wir mal weiter. Jetzt verbinden wir erstmal durch den Kali-Adapter. Das dauert jetzt ein paar Sekunden. Adapter wurde verbunden, Verbindung zum Auto, geht auch ganz schnell. Muss echt sagen, bei BMW geht das so zackig schnell. Fast Startler, jetzt haben wir es hier. Jetzt sehen wir ja alles, was wir machen können. Und wir wollen natürlich für den Kunden Lukas den Gebrauchtwagen-Check machen. Gehen wir hier direkt drauf. Zum Gebrauchtwagen-Check checken wir einmal alles durch, ob es jetzt Fehlercodes sind oder auch Kilometerstände, die hinterlegt sind, damit man halt nachweisen kann, dass der Wagen auch nicht Kilometerstand manipuliert wurde, weil ihr seht ja, zeig mal Lukas, der hat ja 46.700 Kilometer drauf, also ein richtig frischer Wagen. Mhm. Guck, Kali ist schon fertig im Gebrauchtwagen-Check, so schnell ging's. Okay. Geil, ja. geil. So, was sehen wir hier? Durch Betriebsstundendaten können wir die Durchschnittsgeschwindigkeit berechnen, sagt er gerade hier. Und erstmal hier Fahrgestellnummer. Lukas, ja. wir sehen oder ja hier die Fahrgestellnummer. Und dann kann man sehen, die ist die Fahrgestellnummer, die wir hier haben. Ja. So, das ist erstmal Punkt 1 im Gebrauchtwagen-Check. Gehen wir mal zurück. Kilometerstände. 4 Stück sind gespeichert. Aktueller Kilometerstand stimmt, hat er ja ausgelesen. Ja, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Geschwindigkeit, Betriebsstunden. Durchschnittsgeschwindigkeit von dem Fahrzeug war nur. Das ist das Krasse. Ihr seht es nochmal direkt. 20,77 km/h. Das seht ihr halt, ist halt Japan natürlich. So, gehen wir mal weiter. Weitere Daten. Herstelldatum vom Motor steht auch noch drin bei Kali, also ihr seht einfach alles, was ihr könnt. So. Das ist, die App ist geil, ey, für BMWs. Macht es nur BMWs oder auch was? Nee, das kann, Lukas, das kann jedes Auto und bei manchen Fahrzeugen wie BMWs gibt es sogar Funktionen, dass du kodieren kannst. Und das ist halt krass. Wow. Hier geht es nämlich kodieren und da können wir ganz viele geile Sachen machen. Guck,
Kompatibilität prüfen, es dauert wieder ein paar Sekunden. Macht es auch das Kompressor-Kit von Infinitas drauf? Das geht natürlich nicht. Aber das, was das kann, Lukas, ist zum Beispiel die US-Blinker dauerhaft anmachen. Das sieht ja geil aus. Krank. Oder wenn du bremst, kann das Ding das so machen, also wenn du Vollbremsung so machst, da hinten blinkt das Bremslicht. So, geil. Da können wir einen Haufen machen. So, wo gehen wir mal hin? Was machen wir hier? Und geil, ich hole mir jetzt einen BMW. Ich kaufe den hier. Nein, du kaufst den nicht, der ist für einen Kunden, Lukas. Ich kaufe den. Ja. Handschalter, M3, was will man mehr? Und da sage ich euch eine Sache. Ich glaube, der Vorbesitzer, der war auch schon mal mit Kali am Codin 3. Seht ihr, nämlich Kurt Bringer ist aus. Das ist nämlich eine Krankheit, zeig mal, Lukas, die gehen nämlich immer kaputt. Und deswegen ist es geil, wenn ihr Kali habt, könnt ihr selbst hergehen und präventiv den Gurtbringer ausmachen und spart euch so eben eine teure Reparatur. Ja, und ansonsten Diagnose, Live-Motordaten, auch zum iDrive könnt ihr was machen. Und wenn ihr einen Klappenauspuff habt, könnt ihr den auch hier kontrollieren, Lukas. Das ist natürlich auch geil. Ich sehe schon, da grinst, ne? Ja. Also Freunde, checkt auf jeden Fall den Link ganz oben in der Videobeschreibung zu Kali aus. Wenn ihr noch keinen Kali-Adapter habt und wenn ihr einen älteren habt, könnt ihr euch natürlich auch den neuesten Kali-Adapter mit noch mehr Funktionen holen. Gebt natürlich auch einen Rabattcode MariusRWE, bekommt ihr 15% Rabatt. Und ich sage euch eins, Kali ist wirklich der beste Adapter für solche Applikationen, den es gibt. Ihr könnt codieren und die ganzen Funktionen machen, die ich euch gerade eben gezeigt habe. Und das Geilste ist eben auch, ihr seid unabhängiger durch diesen Adapter. Wenn ihr ihn immer dabei habt, Motorkontrollleuchte kommt, ihr könnt ihn selbst auslesen, müsst nicht in die Werkstatt gehen. Und allein dadurch habt ihr schon das Geld wieder gespart, was es auslesen kostet durch den Kali-Adapter. Also holt euch einen, ist wirklich das Beste, was es gibt. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Und Lukas, ich würde sagen, jetzt gucken wir uns mal ein paar Unfallautos an, oder? Ja, machen wir doch. Video. Also Freunde, ich würde sagen, jetzt geht's ernst, Lukas, ne? Ja, jetzt kaufen wir mal hoffentlich einen M3. Also nee, den E92, den wir uns gerade am Anfang Video angeschaut haben, den wir auch mit Kali ausgelesen haben. Top-Auto, Budget, wie viel, Lukas? 3,7 Millionen Yen. Ich blende euch mal an, wie viel das ist, weil ich habe gerade eben vorher nicht nachgeschaut. Und hier nach dem Beat, dann Lukas gleich. Und was ich auch gerade erfahren habe, wisst ihr, wie er bietet? Und zwar mit diesem Knopf, den kann er gleich rausnehmen, glaube ich, ne? Und dann kannst du dann schön penetrieren. Ja, bohrsicher. Ja. Und dann macht er dann gleich so. Feuerfrei. Ja, ich sag dir mal wirklich live dabei bei der Auktion. Mal gucken, ich bin mal gespannt, was passiert. Vielleicht will er den bekommt. Wenn wir da mit dabei sind, also oft biete ich von zu Hause aus, beziehungsweise vom Büro aus, wenn ich bei der Auktion mit live dabei war, ja. Unser Mitarbeiter, der Minz, das für mich macht. Aber der ist momentan im Urlaub. Oh, da ist er. Später. So. Aber ich mache auch noch kurz hier Video mit dem Handy für die Kunden, damit die es auch sehen können, ja. Wenn wir die Möglichkeit haben. Damit der Kunde natürlich sieht, dass er Lukas nicht verarscht. Oh, jetzt geht's hier los. Los. Ich dachte, drückt das Bild da drauf rum. Nein. So, okay, warten wir. Lukas wartet jetzt, gucken, was passiert. Und jetzt kommt er. Scheibe Brot, der wird teuer. Oh Gott, oh nee, jetzt ist es. Der ist über Budget. Ja, scheiße. Viel über Budget. Ja, Budget war wie viel? 3,7? 3,7, ja. Wir sind jetzt bei 3,9. Ja. Aber das Auto war schön. Ja, Punkt. Wirklich sehr schön. Die Dinger werden nur noch teurer. Ja. Das ist ja der V8 M3. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie teuer wird er. Gucken gleich nach, wie viel das in Euro ist. Boah, 4,1. Das ist ja Wahnsinn. Okay, das ist echt verrückt. Ich weiß noch, der letzte, den wir gekauft haben für einen Kunden, für Mario, war 3,3 Millionen auf 50.000 Kilometer, auch Handschalter. Ja. Und Straight-Pipe-Auspuff. Ja. Und schon 8.000 Euro teurer als der vorherige. Guck mal. Wie viel waren es jetzt, Lukas? 4,28. 4.280.000. So, rechnen wir mal aus, wie viel Euro das wären. 4,28.000 29.500 Euro. Ich meine, bis er in Deutschland steht, allein wenn, ohne Transportkosten und allem. Wenn man im deutschen Markt vergleicht, der ist auch so teurer. Dort ist einer mit der Laufleistung wahrscheinlich sogar noch teurer. Also Freunde, ich würde sagen, wir legen los, aber ich muss, bevor wir uns wieder Unfallautos anschauen, euch noch was zeigen, weil wenn man hier auf dem Weg einfach nur läuft, was für geile Autos hier rumstehen und vor allem immer seltene Sachen. Das hier ist ein CLK Cabrio als Lorenzer. Das ist auch hier, Lorenzer ist ein originales Auto mit Endschalldämpfer. Ich würde gerne mal unter die Haube schauen. Weil der hat bestimmt vielleicht sogar einen Kompressor drunter. Hier, Lorenzer Tacho hat er drin. Sieht echt schön aus, leider die Felgen nicht mehr. Ein komplettes Lorenzer Bodykit. Guck mal, hier steht, gibt es sogar solche Sachen. VW-Bus. Lorenzer CLK. Und das hier ist auch ein Auto. Das sehe ich gerade wirklich zum ersten Mal live. Das ist, glaube ich, dieser ist der Opel GT, nur als Cadillac, glaube ich.
Wenn ich mich richtig erinnere, oder? Schreibt es mal in die Kommentare. Was hat der unter der Haube? 4,6 Liter V8, okay. Opel GT gab es nie mit einem 4,6 Liter V8. Ich weiß auch nicht, was das ist. So ein Corvette Cadillac Ding oder so? Schreibt es mal in die Kommentare, wie der heißt. Ist einfach nur V, aber V ist ja der Performance-Brand von Cadillac. Das, aber gut, ich glaube, das ist wirklich eine Corvette. Hat der auch wie in der Mitte die Rohre? Das ist einfach eine Umbau. Corvette in Cadillac-Kleid. Ich glaube nicht. Das gab es, glaube ich, wirklich Serie mal so. Das müsste ja eine Corvette C6 oder so sein. Aber schon crazy, was hier noch für Autos rumstehen. Und jetzt kommen wir mal nach da. Denn da sind die ganzen Luxusboliden. Ein Teil davon steht immer so offen draußen. Und da hinten, ich weiß nicht, ob ihr es von hier auch schon erkennen könnt, das sind dann hinter dem Gitter die noch teuren Autos. Und da habe ich was gesehen. Da steht ein Ferrari Testarossa König Spezial. Aber nur mit einem Flügel und Felgen. Vielleicht hat er auch das Turbo-Kit. Rolls-Royce. Steht hier einfach so casually rum. Ja. Limousine, das ist glaube ich dieses Ding, was auf dem 7er BMW basiert. Das ist der kleinere, oder? Ja, müsste es sein. Kleiner. Der kleinere, der Ghost ist genau. Genau, Ghost heißt er, ja. Richtig. Ja, ein Rangy. Das ist ein GLE Coupé. Dann hier steht noch ein M8, ist das glaube ich, ne? Ein M8. Ferrari California. Guck mal, auch schön. Als Linkslenker. Als Linkslenker und das ist ein 612 Scaglietti. Die sieht man auch sehr selten. Die bekommt man auch, ohne Scheiß, das Auto, du schaffst, dass so einer in Deutschland steht, für um die 50.000 bis 60.000 Euro. Lukas, ohne Witz, ja. Ne? Aber das der, Getriebe hier. Ja, der, genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, das ist der Letdown, der hat das F1 Getriebe. Aber die sind wunderschön, der ist auch in gutem Zustand. Ja, ich meine, das ist auch sowas, die, wenn man auf Bildern sieht, denkt man so, sieht ein bisschen komisch aus, ein Ferrari. Ja, aber ich sage euch eins, das Ding ist schön. In echt sieht er gut aus, hätte ich auch nicht gedacht. Und es ist ein Kinderschlepper. Ein Kinderschlepper, genau, das ist ja auch der Grund, der vom FF der Vorgänger. Ja. Wenn man reinschaut, sieht sehr schön aus. Mega, guck dir mal die Sitze an. Ja. Aber nur die Kupplung. Getriebe ist okay. Weiter schon. Macht Spaß, aber Kupplung. Ja, Kupplung, die ist teuer halt. Ne? Ja. Gut. Ein Ferrari-Fahrer sollte sich das leisten können, Lukas. Ne? Deswegen fahre ich nur Porsche. Man muss echt mal sagen, weil deswegen fahre ich nur Porsche. Ja, nee, das ist wirklich so ein Ding. Wir sagen so immer, als wenn wir uns darüber unterhalten, so, ja, die Kupplung scheiße und so, aber ich glaube, die Menschen, die sich wirklich einen Ferrari leisten können, glaubst du, den interessiert die Kupplung? Glaubst du, da wackelt die Kohle da hinten raus? Ja, gut. Vor allem die, die mit so einem Auto jetzt noch einkaufen fahren. Ja, mit sowas einkaufen fahren. Da ist die Kupplung egal im Stadtverkehr. Ja, guck mal hier. Den Seatune Flügel aus Carbon. Aus Carbon, geil. Guck mal, Rennwagen. Rennwagen, ja genau, die Racing Mirrors. Ja. Aber Airgrade, BN. Ja, bumm. Wie viel? Weil, guck mal, wie viele Kilometer? 33.000 Kilometer. Aber der Tacho wurde gewechselt, das sieht man an diesem Dollarzeichen. Und dafür gibt es Informationen. Ne? Ja. Bei 20.000, also hat er 53.000. Okay, geht ja noch. Und der hat Schalensitze von Ikea. Von Ikea? Ja, guck mal, steht dort drauf. Brightshit aber. Siehst du Ikea? Ja, Ikea. Nicht genau. Nicht jetzt wirklich Ikea, aber ja. Ja, der ist auch geil. Nein, also wirklich, Leute, meiner Meinung nach, diese Autos waren vor 2 Jahren 4 Millionen Yen wert, jetzt sind die mittlerweile 14. Vorher war es so, die gingen los bei 30.000 Euro und jetzt kosten sie... Nein, noch weniger. Ich weiß noch, wo die Dinger unter 2 Mille zu verkaufen waren. 4, 5 Jahre. Ja, ist krass. Aber ich sag dir eins, wenn du jetzt sagen würdest, ja, das Auto lohnt sich nicht dafür, alles geht keine Ahnung, und keine das ist halt eine Legende. Aber das Ding, 12.000 Stück gebaut. Ja genau, schauen wir mal weiter. Ja, ich finde es auch verrückt, ich würde mir auch keinen kaufen, aber wenn man es halt unbedingt will und die Kohle hat, ist schon ein geiles Auto. Mehr Ferraris und den habe ich vorhin schon gesehen, das ist ein ganz besonderer Lamborghini. Ah, der Heckantrieb. Kennst du ihn? Das ist genau. Mit dem Heckantrieb. Und wie, welche Edition ist das, weißt du es? Ich weiß den Namen nicht, aber wenn das nur... Von wem, weißt du, nach ja, wem, nach wem? Ja, irgend so ein Typ. Ich weiß es, genau. Da steht es geschrieben. Der weltbekannte Lamborghini LT550, ja. Genau, Dash 2, weil es eben Heckantrieb ist. Ja. Und es ist nämlich die Valentino Balboni Edition. Ja, genau. Das ist die Valentino Balboni Edition. Das ist auch so eine geile Plakette hier, wenn ihr hier reinschaut. Leider... So. Ist aber kein Handschalter, weil der Valentino, der stand ja auf Handschaltung. Ja. Aber das wäre die Krönung. Der als Handschalter ist so ein geiles Auto, ich finde es voll krass. Nein, mal, nein, am Ende des Tages ist es Nacht. Die Tür. Was? Die Tür. Nein, die Tür, der hat normale Türen. Ja, genau. Lamborghini muss Lambo-Türen haben. Ja, aber deswegen Murcielago, mein Lieber. Ja, aber ich finde es krass, wenn ihr mal sowas in echt seht. Ja. Auf dem Kamera kommst du wahrscheinlich nicht rüber, aber ich finde, der ist wirklich gar nicht so groß. Das ist ein wunderschönes Auto. Ja, ist wunderschön. Ja, wunderschönes Auto. Aber Lamborghini, wenn sich jemand sowas kauft, die Türen müssen nach oben. Ach komm, jetzt auf, Lukas. Das ist ein Luxusproblem. Ich glaube, wenn das Ding, der Motor startet, dann geht dir auch einer ab. Ja, dann ist alles weg. Ja, eben. Dann geht dir auch einer ab. Schon eine schicke Bude. Ja, da ist nur noch GTRs, ein paar G-Klassen. Ist auch sowas, ne? In Deutschland, es ist ja Verkaufsstopp für G-Klassen, aber guck mal, wie viele hier rumstehen. Ich glaube, die werden natürlich auch dementsprechend teuer sein, wenn man die kauft. Aber
Aber, ja, ich weiß, meine ich ja, ganz viele neue G-Klassen. Rechtslenker. Ja, nee, alles Linkslenker, ja. Ah, das ist Linkslenker. Da, Rechtslenker. Rechts. Ja, McLaren. Und da hinten steht Testarossa. Der ist so geil. Mit Königfelgen. Also, Freunde, los geht's mit den Unfallautos. Und ich muss euch sagen, dieses Mal steht hier echt noch mehr Zeug rum, wie das letzte Mal. Mal gucken, ob wir irgendwas Interessantes finden. Weil es sind zum Teil echt bös verklatschte Kisten dabei. Wenn wir hier durchgehen. Ah, da steht dieser Cayman, den wir gesehen haben, Lukas. Weil der sah echt, wenn man von oben gesehen, der sah böse aus. Ja, lecker. Lecker, würde ich mal sagen. Ne? Das ist ein umweltfreundliches Auto, das muss recycelt werden. Ja. Das lohnt sich, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ja, guck mal, den W. Ah, guck mal, ein Strich 8. Geil. Ja, warum wird der verschrottet? Also, warum ist der hier? Weil hier ein bisschen das Ding fehlt, oder weil das hier ein bisschen hängt, oder was? Ja, guck, die Farbe, muss neu lackieren. Die Farbe, er muss neu lackieren und... Ah, der Innenraum, Rusty, Alter, Rust. Das ist bestimmt MB-Tex. MB-Tex ist ja dieses Vinyl von denen, was 100 Jahre hält. Ein 300 Diesel? Ja. Also 88 PS, 15er Diesel ist das. Genau. Bisschen Rust. Ja, leider ist die Strich 8 noch nicht so teuer. Das ist ja Wahnsinn, das ist geil. Ja, das ist ein geiles Auto. Hier hast du den Auto schön mit dem Forklift. Ja, weil die ja geil kaputt. Ja, gehen wir mal hier weiter. Oh, das ist aber ein böser Unfall, Alter. Wow. Alter. Wie passiert so etwas? Freunde, das ist krank, der Unfall, ey. Guckt euch das mal an. Da ist irgendwas Schweres reingefahren. Jo. Aber übel. Wow. Vorne auch noch. Ich glaube, da war ein LKW drin. Oder wurde gesandwicht von beiden Seiten. Ja. Aber man sieht, guck mal, die Karre hat gehalten. Der Mensch hat überlebt. Honda. War ich schon auch noch ein 6er BMW. Aber da hat der nicht überlebt. Ein 640er ist es, glaube ich, wahrscheinlich, aber das sieht man nichts. Mit M-Plakete. Ja, auf der falschen Seite. Nein, auf der richtigen Seite. Nein. Nein. Ich glaube, jeder gibt mir da eher recht. Ja, was auch lustig ist, letztes Mal, wie ich hier war, stand der auch schon da. Der stand zwar irgendwo am Zaun. Aber ist das derselbe? Ja, selbe Auto, der steht immer noch hier. Wie das letzte Mal da war. Erkenne ich das sofort an dieser asozialen Auspuffanlage. Weil das ist schon, ich meine, wenn ihr das Video nicht gesehen habt, Die Röhrchen da, die sind schon, da muss man Eier zu haben. Um mit sowas rumzufahren. Ja, ja. Nur das? Ich weiß es nicht. Das sieht, und Stoßstangen passt nicht richtig. Ja, aber ist sicher, weil er da angeschlagen worden ist. Und Felgen gekurbt. Aber niemand kauft anscheinend das Auto, Lukas. Es ist ganz komisch, warum der hier steht. Vielleicht hat er auch einen Motor was. Aber eigentlich sind die Maserati-Motoren, wir wissen ja eigentlich sehr gut. So, Freunde, meine Kamera wird immer heißer und heißer, aber schauen wir mal hier. Ein S63 AMG. Wen guckst du dir an? Den Maserati. Wir gucken den mal an. Nein, ich meine jetzt so, ob das Sinn macht. Nee, ich sag dir, das Auto, guck mal, du weißt ja, wie warm es hier ist. Ja. Das Auto steht hier schon wie lang? Halbes Jahr. Ja, das Ding wird durchgebacken sein. Durchgebacken wird er sein. Okay. Also, guck mal, hier S-Klasse. Ist offen, ne? Ja. Ja, nee, die Erfahrung habe ich ja letztens mit dem E60 schon gehabt. Guck mal, wie schön der aussieht. Warum ist der hier? Freunde, warum ist der hier? Weil der Motor nicht geht. Ja, Motor geht vielleicht nicht. Ja. Steht nichts, das heißt 56.000 Kilometer. Ja, was wichtig ist für deine Zuschauer, wenn die Fotos von den Autos draußen genommen werden, das heißt, dass die nicht fahren können. Ah, du meinst, wenn du siehst bei den auf der Wenn ihr irgendwo über Schwarzanbieter diese Auktionsblätter sehen könnt und wenn die Fotos draußen genommen werden, sind die Autos nicht fahrbar. Ja, weil die fahren doch immer in so einen Bereich rein, wo so Fotos, Kameras sind, automatisch einmal im Kopf. Genau. Ja, und oft kommt da keine Note drauf, wie ihr sehen könnt. Aber alles, Lukas, ist ausgestrichen. Man könnte trotzdem Schnapper machen. Das sieht richtig frisch aus, der Wagen. Guck mal, die Scheinwerfer, das ist richtig schön. Ja, außer also, den Felgen. Ja gut, die haben da andere Felgen draufgepackt. Das sind, glaube ich, nicht die originalen S63-Felgen. Aber das ist so ein Auto, da könnte man bestimmt einen Schnapper machen. Also ich meine noch. Boah, und volle Ausstattung auch. Guck, ja, mach mal auf. Kannst du aufmachen. Ja. Ist offen. Ah, stimmt hier. Oh, hinten ist zu. Ja. Guck mal, der hat ja da Knöpfe für die Dings. Ja, der ist ziemlich voll Alcantara-Dachhimmel. Aber ich sag euch eins, ich schwitze oder so schon heute wie sauer, aber das Ding ist noch wärmer. Ja. So, guck mal weiter, ich habe mir auch noch einen Lorenzer da hinten gesehen. Oh. Alter, das ist ja auch mal geil. Komm, der Stern ist schief. Ist einmal umgedreht. Der ist auf dem Boden, der Kollege. Ja, aber das Lenkrad ist auf der falschen Seite. Ja, Lenkrad ist auf der falschen Seite einmal. Für dich. Ja, für mich. Nein. Für mich. Und für dich ist auf der richtigen, der liegt flach, Airmatic wahrscheinlich, S400, platt, ja. Hybrid.
Hybrid auch noch. Ja, halb asiatisch, halb europäisch. Ja, aber echt. Also Freunde, weiter geht's. Wir mussten ja kurz weg auf ein Auto bieten. Ich sage eins, ich bin so fertig, ich bin so froh, wenn ich gleich im Auto hocke, 4 Stunden einfach pennen kann. Hier steht mal wieder eine Lorenzer S-Klasse und ich habe euch ja letztens schon erzählt. Da guckt ihr mal die Reifen an, hat Lukas gezeigt. Die meisten von, also nicht die meisten, aber viele von denen sind gefaked. Und woran kann man es erkennen? Alter, ist der runter, Alter. Das ist ja, ich meine, der ist nicht nur porös, der ist auch glatze. Da hat jemand Burnouts gemacht. S500. Ja, weil man erkennt immer, der hat sogar dieses komische Rollorenser-Paket. Ja. Mit diesen seltsamen Endrohren da. Alter, ja, ist auch verrostet innen drin. Nee, weil man erkennt nämlich, weil hier unten ist nämlich, wenn man hinschaut, hier ist normalerweise die Nummer für das Gutachten. Ja, die hat er nicht. Arschfeld. Deswegen wird das wahrscheinlich, kein Arschfeld, Brudi. Deswegen wird das wahrscheinlich Onkel, auch, Onkel Lukas. Ja. Schauen wir mal weiter, ey. Entschuldigung. Ja, Lukas ist ja mein Onkel, wie ihr wisst, ne? Ja. komm. Oh, da ist ein neuer Supra als Crash-Auto. Da ist ein neuer Supra als Crash. Da hinten. Oh, Alter, klar. Das ist doch toll. Auto. Zwei deutsche Autos, Lukas. Ja, zwei. Ein C63. Damals gab es ja Head and Shoulders, 2-in-1, ja. Ja, genau. Und das hier ist ein BMW, wir wissen, ja. Ein Supra, Alter. Z4. Ja, ein Supra. Z4, aber ein Z4 als Coupé gibt's ja nicht. Die sind Roadstammer. Ja. Alter, guck. Oh, scheiße. So schön, hier können wir gleich ein Thumbnail-Bild machen. Guck mal, wie schön die dastehen, Lukas. Ja. Kann ich die mitten reinstellen. Sie gegen mich gefahren bin, weil ich so ein stahlharter Typ bin, ey. Ja, der hat auch die Curtain Airbags, also die... Ist immer so schlimm. Wir reden immer so viel Englisch, weil Lukas spricht mit der Familie, da machen wir Englisch. Erst nochmal Vorhang. Vorhang? Ja, Vorhang, ne? Ja. Vorhang Airbags. Kurtine. Ja, das war, ich finde den super GR sogar schön. Also ohne Scheiß. Ich finde es eigentlich ein schöner Wagen. Da, die Airbags sind nicht hochgekommen. Mit C63, die Airbags sind nicht hochgegangen. Ja, guck. Was? Hat aber einer ein Stück Plastik von der Unterbodenabdeckung reingeschmissen. Ja, geiles Ding. Also ohne Scheiß. Die Airbags, Alter, sind was liegt da hinten drin? Das kann man nicht sehen. Da hinten drin Plastik liegt auch Plastik. Stell Stoßstangen wahrscheinlich. Ja. Die Überreste. Ja, aber krass, wenn du aber guckst, dass die Airbags nicht hochgegangen sind. Das ist nur sind. Oben der Schaden. Der unten, also unten auch, ja. Ja. Hier der Radarsensor. Der Rahmen? Radarsensor. Guck mal, der Rahmen, alles. Ja, hier, austauschbar. Hier ist extra so gemacht, dass du austauschen kannst. Den kann man echt retten. Und ich sage euch eins, wir schauen auf, uns gleich mal die Nummer an. Hat er eine Auktionsnummer dran? Am Fenster oder irgendwo? Ja, müssen wir schon da. Nein. Noch nicht? Nein, noch nicht. Noch nicht, ich guck mal. Also wenn der in ein paar Tagen versteigert wird, dann schauen wir auf jeden Fall, auf was der weggeht. Das würde mich was sehr interessieren. Ja. Und der ist offen, Lukas. Ja, dann machen wir mal rein. Da muss man aber Angst haben, ich würde am liebsten nicht da reingehen. Nein, dass nicht der Airbag gleich bumm in mein Gesicht macht. Das wollen wir nee, nicht. Ja, war nicht. Siehst du, Schlüssel hängt dran. Schlüssel hängt dran, ja, damit man ihn eben nicht startet wahrscheinlich. Aber es ist ein sauberer Wagen. Also ich meine, das ja, echt schön. Man kann ganz vergessen, dass der neue C30 so klein von innen ist. Oder liegt es nur daran, dass der Sitz so weit vorne ist. Ja. Und weißt du was? Ja? Das kann man nicht jetzt guck mal her. Verschiffen. Müll. Ja, in Japan. Ach, stimmt. Gute Frage, Lukas. Wenn jetzt einer sowas kaufen will, ja, könntest du das Ding in Europa schaffen? Im Container, Container schon. Nur. Im Container nur, ja, aber Container das sind 20.000 Euro. Container sind aktuell teuer. Guck mal, die Reifen. Ja, die sind auch noch schön. Mal interessieren, ob man irgendwas sehen kann, einen Block oder so. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich sehen, ich nicht. Ja, der Block, der ist nein, hier unten ist nicht mal... Ist alles gut. Ja. Also ohne Scheiß. Ich weiß noch genau, wie wir den Urus angeschaut haben. Der sah richtig viel schlimmer aus. Ja. Da war ein Riss im Block bei der Kiste. Ja, guck mal da. Ja, da ist ein Teil vom Rahmen ist abgebrochen hier. Ja. Der ist schlimmer. Der Motor ist auch weg, den sieht man gar nicht mehr. Ja, ja, echt lustig. Aber Freunde, schreibt mal in die Kommentare. Ich bin nächste Woche auch nochmal hier. Man muss aber eins sagen, letztes Mal wie hier waren deutlich mehr Luxuskarossen. Irgendwie die Japaner sind wohl ein bisschen vorsichtiger mit ihren Bentleys mittlerweile und Lamborghinis. Ja. Alter, das gibt's mal rein. Ja, BMW. Ach, guck mal, da ist ein Tee, den können wir mitnehmen hier. Also Freunde, ich würde mal sagen, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von den ganzen Autos haltet. Und natürlich, wenn ihr euch einen Kali-Adapter holen möchtet, checkt den Link ganz oben in der Videobeschreibung im Code MariusRBE. Ist nur für eine limitierte Zeit der Code, deswegen auf jeden Fall zuschlagen. 15% Rabatt, dann seid ihr immer gut aufgestellt. Dann könnt ihr euren Supra auch ablesen. Ja, stimmt, das ist ja auch ein BMW, da könnt ihr bestimmt auch was kodieren. Also mit Kali seid ihr da gut dabei. Also, würde mich freuen, wie immer, checkt marimux.com ganz oben in der Videobeschreibung aus, wenn ihr ein Auto aus Japan möchtet. Und dann nur danke, Lukas, dass du mich mitnimmst. Und ich bin jetzt froh, wenn wir gleich im Lexus sitzen und ich schlafen kann. Nein, du fährst. Nein, du fährst, Alter. Also, Glocke aktivieren, Abo nicht vergessen und wir sehen uns zum nächsten Video. Ciao.